So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe schon wieder gepackt, wieder gesehen, alles bereit gemacht und ich checke jetzt aus. Ich habe jetzt noch zwei weitere Nächte gebucht in einem anderen Hotel, das ein bisschen günstiger ist und vermutlich das Zimmer auch nicht ganz so gross ist wie da. Und dort gehe ich jetzt schauen, ob ich meinen Rucksack schon mal dort lassen kann. Und nachher geht es auf Divisadero. Dort ist die grösste Zipline der Welt. Und das probiere ich jetzt zu machen. So, da vorne ist jetzt schon mein neues Hotel. Posada Santa Cruz. Und das ist jetzt wirklich hier über die Straße und fertig. So, ich konnte es bereits schon einchecken. Das hat sogar geklappt, am Morgen früh schon. Normalerweise kann man erst am Nachmittag einchecken, aber das hat jetzt geklappt. Es ist ein Shared Room. Und jetzt gehe ich das Ticket kaufen für meinen Bus, damit ich dort nach Divisadero komme. Und nachher gehe ich noch schauen, wegen dem Chepe-Ticket. Weil das hat ja gestern nicht geklappt. Probieren wir es noch einmal. So, das Busbillett habe ich im Sack. Jetzt geht es noch zum Chepe. Zur Chepe-Station. Mal schauen, ob das auch klappt. Ich hoffe es. So, das hat jetzt natürlich nicht geklappt, weil es gibt ja gar kein Ticket, man kann dort gar kein Ticket kaufen anscheinend. Wer weiß, warum das dort so einen Schalter hat, also so eine Art, so ein, ja, es hat eigentlich drin einen Schalter, aber es sind alle Türen immer verriegelt. Es ist nie jemand drin. Am Morgen nicht, am Abend nicht, ich weiß nicht, wie das läuft da. Auf jeden Fall haben wir jetzt jemanden können sagen, dass wenn der Zug ankommt, dass man dann im Zug kann ein Ticket kaufen kann. Ja, mal schauen, ob das dann klappt. Ist ein bisschen blöd, weil irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei, aber es wird schon irgendwie klappen. Und sonst muss ich halt nochmal irgendwie eine Woche da bleiben, weil das Problem ist eben, der Chepe, der fährt eben nur 3 Tage in der Woche fährt er an den Ort, wo ich will. Also am Montag fährt er in die Richtung, am Dienstag in die Richtung, am Mittwoch glaube ich nie nennen und am Donnerstag geht er wieder zurück. Und wenn man den einen Zug verpasst, ist man dann eigentlich gerade wieder etwa 4 Tage lang muss man da bleiben. Ja. Aber das klappt schon. So, jetzt habe ich also noch eine Stunde Zeit und das überbrücke ich jetzt mit einem leckeren Morgen. Omelette mit Bohnen und natürlich noch Tacos, wie immer. Leute, jetzt bin ich in Divisadero angekommen und jetzt schaut euch das mal an. Traumhaft und es ist gigantisch. Also man kann hier x Kilometer weit schauen und es ist einfach nur mega imposant. Wow, krass. Und ja, was soll ich sagen? Es ist echt wunderschön hier. Wunderschön. Ja, das ist hier also der Barrancas del Cobre oder auch Copper Canyon genannt. Und der ist meines Wissens, glaube ich, 4-mal so gross wie der Grand Canyon und 2-mal so tief. Oder umgekehrt, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall viel, viel grösser als der Grand Canyon. Mein Gott, das ist so schön da. Schaut euch das an, das ist so eindrücklich. Einfach riesig, riesig. Scheiße, Mann. So geil, so geil. Jetzt habe ich da gerade erfahren, dass ich etwa 2 Kilometer laufen muss bis zu der Tirolesa. Und das mache ich jetzt. So, jetzt bin ich also da von der 2 grössten Zipline der Welt. Die grösste ist in Dubai, aber das ist nicht in einer Strecke. Dort ist noch ein Gebäude dazwischen. Das ist jetzt eine grosse Strecke, etwa 2,5 Kilometer lang und Spitzengeschwindigkeit von etwa 135 Kilometer. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich bin mega gespannt.
Ja, das war jetzt also die Zip-Rides, die sozusagen die längste von der Welt, oder eben die zweitlängste, wie man es nennen will. Und wenn wir schauen, dort oben, auf dieser Koppe bin ich gestartet und ist jetzt alles bis da hingegangen. Absolut geil gewesen. Also wenn ihr da seid, müsst ihr das unbedingt machen. Und es hat zwar hier oben noch, hat's noch einen anderen Park mit verschiedenen Ziplines, etwa sieben kleinere. Das geht etwa 3 Stunden, das kann man auch machen. Wäre sicher auch cool gewesen. Habe jetzt aber ein bisschen zu wenig Zeit für das. Aber Hauptsache, ich bin jetzt auf der längsten gewesen. Jetzt muss ich hier noch etwa 20-25 Minuten drauflaufen zu der Teleferico, zu der Gondel. Und die bringt mich dann nachher wieder rüber. Ich könnte auch laufen, aber er hat gesagt, ja, wir bräuchten fast einen Guide, weil erstens geht es extrem lang, also mehrere Tage schon fast, und wir könnten leicht verloren gehen. Darum nehme ich jetzt die Gondel. Und ja, dort oben sehen Sie übrigens. Was noch erstaunlich ist, es hat fast keine Leute, kein Schwanz rum. Als ich dort hingelaufen bin, zum Start, habe ich irgendwie zuerst gemeint, das ist irgendwie einer von diesen 7. So eine kleinere, weil es dort keine Leute hatte. Ich habe irgendwie erwartet, dass dort 50, 60 Leute dort stehen und warten. Oder? Aber nachher habe ich geschaut, wo die hingehen. Also, nein, das muss die sein, das muss die längste sein. Und tatsächlich, also, es ist jetzt auch niemand anders gekommen. Ja, es ist nicht so die Touristenzeit jetzt, weil Frühlingsferien sind jetzt durch und ja, es hat zwar Leute oben, aber die gehen vermutlich nicht auf die Zipline. Naja, gut für mich. Ich kann einfach hinlaufen und gehen und weg und gut. Oh, herzig Säseli. Ja, übrigens, was ich auch noch wollte sagen. Ich bin jetzt hier im höchst gefährlichen Norden von Mexiko. Es ist als Tourist eigentlich schon fast fahrlässig, hierher zu kommen. Zumindest, wenn man den Medien glaubt. Und ich finde es einfach sehr schade, dass man sich so etwas entgehen kann. Einfach weil... Weil irgendwo in den Nachrichten steht, dass es gefährlich an einem Ort. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Ich habe bis jetzt noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Und klar, es gibt Orte, wo es Probleme haben mit den Drogenkartellen und alles. Aber als Tourist geht man dort nicht hin, ganz klar. Und die sind auch nicht auf Touristen abgesehen. Die bekämpfen sich untereinander. Also, ich weiss nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, bin ich hier hochgekommen, im Norden von Mexiko. Und die Aussicht, die ist nur schon das, hat sich einfach extrem gelohnt. Und all die coolen Menschen, die ich getroffen habe unterdessen, würde ich jederzeit wieder machen. Und ich hoffe für euch, dass ihr euch nicht von den Nachrichten abschrecken lasst, sondern einfach dort hingehen, wo ihr wollt. Ja, gemäss dem Schild hier bin ich in einem von den mystischsten Plätzen der Welt. Und ja, bis vor ein paar Jahren auch am wenigsten erkundschaften und erforschten Plätze in ganz Mexiko und von der ganzen Welt. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, das ist wirklich sehr, sehr mystisch. Also, jetzt habe ich es noch herausgefunden. Der Copper Canyon ist 60'000 Quadratkilometer gross und ist somit 4-mal grösser als der Grand Canyon und 2-mal so tief wie der Grand Canyon. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Das ist der Ausblick auf die andere Seite von diesem Hocker. So, jetzt habe ich es also geschafft. Jetzt bin ich hier bei der Gondelbahn angekommen. Die geht etwa 20 Minuten. Und jetzt hat es hier oben noch so ein paar Stände und so. Ich gehe jetzt schnell anschauen. Und vermutlich ist es noch etwas. Nachdem ich jetzt 300 Kalorien verbrennt habe, gemäss dem Schild da vorne. Mhm.
Übrigens habe ich euch schon eigentlich erzählt, wie wunderschön es hier ist. Ich glaube, das habe ich vergessen. Das Wichtigste zu sagen, habe ich vergessen. Das bin ich für einen schlechten Vlogger. Aber auch jetzt könnt ihr mal ein bisschen schauen, wie es hier aussieht. Hier unten hat es einen Fluss. Und es ist einfach traumhaft. Bin ich da mit der Gondel wieder rüber gefahren und habe mich extrem sicher gefühlt, vermutlich wegen dem. Swiss Quality natürlich auch da. So, ich laufe jetzt wieder zurück zu der Busstation und nachher geht es wieder zurück auf Kriel. Aber ich muss es nochmal sagen, so schön war da. So wunderschön. Ja, liebe Leute, was für ein wunderschöner Tag heute das war. Richtig schön, richtig eindrücklich. So etwas habe ich in dieser Form jetzt wirklich noch nie gesehen. Und das hat sich also definitiv gelohnt, hierher zu kommen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Channel für weitere sättige Videos. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.